Wir sind wieder zurück. In den vergangenen Wochen habe ich mich unter anderem mit Uwe beschäftigt. Er hat einen großen Herzenswunsch. Ich weiß auch nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Und da ist mir sehr wichtig, meine Tochter kennenzulernen, lieben zu lernen. Meine Suche führt mich von Hessen bis in den Norden Deutschlands. Hier noch Spuren von Simone zu finden, ist fast unmöglich. Also gefühlt habe ich in diesem Stadtteil hier jeden Quadratmeter abgesucht und nicht den kleinsten Hinweis zu Uwes Tochter bekommen. Eine Spur führt sogar in die USA. Ich will nicht aufgeben. Das alles jetzt bei Bitte melde dich. Mecklenburg-Vorpommern vor einigen Wochen. In meinem aktuellen Fall gibt es vielversprechende Nachrichten. Ich bin total aufgeregt und ich kann es noch gar nicht glauben. Wir suchen jetzt seit Wochen nach einer vermissten Tochter. Wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, treffe ich sie in wenigen Minuten. In den letzten Tagen habe ich verschiedene Spuren in Deutschland verfolgt. Dass ich mich überhaupt auf die Suche gemacht habe, ist der 17-jährigen Ladina zu verdanken. Sie hat mir geschrieben, weil ihr Vater seine erstgeborene Tochter schmerzhaft vermisst. Ich bin die Ladina. Ich bin die Tochter von dem Uwe. Nusra. Ach so, sag das doch. Hab ich doch. Für mich ist mein Papa einfach absolut besonders. Er ist wirklich für einen da. Er macht wirklich viel. Er ist einfach absolut hilfsbereit, ein sehr liebevoller Mensch. Er ist einfach ein toller Vater. Ladina liebt ihren Vater über alles. Deshalb möchte sie helfen, ihm seinen größten Herzenswunsch zu erfüllen. Ich suche meine Tochter Simone. Die ist 1988 geboren und ich habe sie noch nie gesehen. Mein Vater hat mir letztes Jahr im Juli erzählt, dass er noch eine Tochter hat und dass er sie sehr vermisst und dass er sie unbedingt finden möchte. Für mich war das alles erstmal ein riesengroßer Schock und ich musste erstmal darauf klarkommen, dass ich jetzt noch eine größere Schwester habe. Aber hinterher habe ich diese Schwestergefühle bekommen und dachte mir, ich möchte sie unbedingt auch kennenlernen und möchte sie finden. Uwes Geschichte beginnt kurz vor dem Mauerfall in der DDR. 1987 bin ich mit der Mutter von Simone zusammengekommen, ist dann schwanger geworden und nach 3 Monaten hat sie sich von mir getrennt. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Und dann hat sie mir gesagt, dass ich meine Tochter nie sehen darf. Und das war für mich sehr schlimm, weil ich habe mich gefreut, dass ich Papa werde. Und dann, wo die Nachricht kam, dass ich meine Tochter nie sehen darf, das war für mich ganz schlimm. Dann kam zu dem Gerichtstermin, dass sie das eigene Sorgerecht erwirken wollte. Ist sie auch mit durchgekommen. Und das durfte man auch nicht gegen angehen. Das waren eben die DDR-Gesetze. Da konnte man nichts gegen machen. You know the secrets in my heart. When my inner space is turned to gray. Jetzt, wo er merkt, dass ich älter werde, hat er die Vatergefühle bekommen für Simone und hat jetzt noch mehr den Drang, sie kennenzulernen und hat auch jeden Tag an sie gedacht und kann sie auch nicht einen Tag vergessen. Es ist mir sehr wichtig, sie irgendwann zu sehen, weil ich bin sehr schwer krank. Ich hatte ein Lungenkarzinom, da wurde mir der linke Oberlappen rausgenommen und ich weiß auch nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Und da ist mir sehr wichtig, meine Tochter kennenzulernen, lieben zu lernen. Ihm ist das sehr, sehr wichtig. Mir mittlerweile auch sehr wichtig. Ich will ihn einfach endlich mal wieder glücklich machen, weil er so viel für mich tut. Und ich glaube, wenn ich das mache, ist das die größte Sache als Dankeschön, die ich machen kann. Köln. Nachdem mich Ladina in einem langen Brief um Hilfe gebeten hat, haben mein Team und ich umfangreiche Recherchen unternommen. Und die zeigen mittlerweile erste Ergebnisse. Wir haben nach einer Simone gesucht, die am 30. März 1988 in Grimmen geboren wurde. Bekannt war zudem der Geburtsname Martens.
So konnten wir eine Liste mit Personen anfertigen, die Uwes Tochter sein könnten. Ja, ich habe eine Simone gefunden, die am 30.03.1988 in Grimm geboren ist. Da ist zwar der Nachname anders, der ist Lawson, aber das ist nicht weiter ungewöhnlich. Vielleicht hat sie geheiratet und dadurch hat sich der Name geändert. Jedenfalls lebt diese Simone gar nicht so weit weg von hier. Leider habe ich keine genaue Adresse zu dieser Simone Lawson finden können. Lediglich einen Wohnort. Linden, eine Kleinstadt südlich von Gießen. Damit müsste ich doch eigentlich weiterkommen. Am nächsten Tag. Meine erste Euphorie wurde etwas gedämpft. Leider konnte ich immer noch keine Adresse dieser Simone Lawson, die Uwes Tochter sein könnte, recherchieren. Dennoch starte ich die Suche hier in der Region, genauer gesagt in Allendorf, einem Vorort von Gießen. Ich habe leider keinen konkreten Eintrag zu Simone Lawson gefunden. Aber hier in der Nähe von Gießen gibt es eine Adresse von einem R. Lawson. Vielleicht habe ich Glück und die beiden sind verwandt. So, Nummer 2 müsste hier sein. Ja. Friedhofstraße 2, da steht's dran. Da tatsächlich, Lawson. Ich klopf mal. Entschuldigung, die Störung. Guten Tag. Hallo. Mein Name ist Julia Leischig. Ich bin auf der Suche nach einer vermissten Person, die von ihrem Vater gesucht wird. Ja. Simone Lawson. Simone Lawson. Ja, sagt Ihnen der Name irgendwas? Ja, Lawson schon, das sind wir. Ja. Und Simone, wohnt die hier? Nee. Gar nicht. Kann ich ausschließen. Ja, der Name ist ja sehr selten, deswegen habe ich gehofft, dass ich hier richtig bin. Nee, sagt mir nichts. Also wir kennen die Engländer, die hier wohnen, ja. Und kann ich ausschließen. Also eine Simone mit Sicherheit nicht. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Tut mir leid. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Bitte sehr. Entschuldigen Sie die Störung. Ja, alles klar. Dankeschön. Okay. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, schade. Danke. Ja, hier komme ich nicht weiter. Leider war in dem Eintrag zu Simone Lawson keine konkrete Adresse vermerkt. Es war nur vermerkt, dass sie in einem Stadtteil von Linden, hier ganz in der Nähe von Gießen, leben soll. Da sehe ich mich jetzt mal um. Da habe ich mich zu früh gefreut. Ich hatte so gehofft, meine Suche abkürzen zu können. Doch jetzt muss ich mich in dem nur 5 Minuten entfernten Linden-Mühlberg völlig frei durchfragen. Denn ich habe nicht mal einen Straßennamen. Und ob Simone überhaupt aktuell noch hier lebt, ist auch keinesfalls gesichert. Ja, ich weiß, das ist jetzt alles andere als ein konkreter Hinweis hier. Aber vielleicht mit ein bisschen Glück. Ah, da ist sie nun. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Aha. Simone Lawson, hier aus der Gegend. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Gar nicht. Lawson? Lawson, also aus dem Englischen. Nee, Sie sind bestimmt von hier. Ja, ich bin zwar von gestern, aber Lawson sagt mir echt gar Sagt nichts. Ihnen gar nichts. Okay, dann höre ich mich einfach weiter um. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Ich hoffe, Sie finden, was ich suche. Ich hoffe es auch. Danke. Tschüss. Oh. Der Flieder blüht. Ich liebe Flieder. Hallo. Sie suchen ja wieder jemanden. Kennen Sie mich? Ja, ich schon kannte. Sehr gut. Simone Lawson, hier aus der Gegend. Sagt Ihnen der Name was? Gar nicht. Lawson. Ich bin ja hier zugezogen. Man hört geringfügig. Ja, aber da kennt man eben ja alles. So viel Ansehen, viele. Ja. Und die Hunde haben mir einen Vornamen, aber das war's dann schon. Okay, vielen Dank. Ich höre mich weiter um. Viel Erfolg. Ja, danke. Schön, dass wir uns mal gesehen haben. Tschüss. Dürfte ich Sie was fragen? Ich suche jemanden. Wen suchen Sie denn? Ich habe Sie schon mal im Fernsehen gesehen. Sehen Sie? Genau. Also es ist nichts Schlimmes. Simone, bist du ruhig? Madeleine. Madeleine? Peggy. Es ist Zeit für dich zu gehen. Ja. ich suche Simone Lawson,
hier aus der Gegend. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Hört sich amerikanisch an? Englischer Name. Englische, sie ist eine geborene Martens. Sag mir gar nicht. Also hier ohne, bei uns hier ohne wüsste ich nichts. Okay. Und ich bin hier geboren. Sie haben ein Trockenblümchen im Haar. Ja, ja, das ist jetzt hier von der Arbeit. Gell? Nee, aber sagt mir gar nichts. Sag sie nicht. Sag alles überhaupt nicht. Ich kann Ihnen gern weiterhelfen. Danke. Aber ist sehr nett. Gut, tschüss. Yvette und Madeleine. Ja. Ja. Also, Mädels. Da passt auch noch eine Claire dazu, die ist aber leider verschwunden. Oh, Yvette und Madeleine, ihr müsst ein bisschen leise sein, wenn sich die Erwachsenen unterhalten. So, tschüss, gell? Tschüss. Alles Gute. Was ist das? 24 Stunden frische Automat, Fleisch, Wurst, Eier. Also, das ist ja wohl der Knaller, das möchte ich jetzt mal sehen. Sowas gibt's in der Großstadt nicht. So, das ist ja wohl mal cool. Möchtest du vielleicht ein Rindswürstchen oder eine Mettwurst oder eine Blutwurst für 3,20? Und wenn wir später Hunger kriegen, kommen wir nochmal zurück. Hallo! Ja, kennen wir uns? Darf ich Sie was fragen? Ich bin die Julia. Genau, Leischig. Leischig, ja. Genau, hallo. Hallo. Wen suchen Sie da? Sehr gut, Sie sind gut vorbereitet. Meine Lebensgefährtin hat es mir schon gesagt. Dass ich hier rumlaufe. Das hat sie schon rumgesprochen. Ja. Also, ich suche Simone Lawson. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Was machen die beruflich? Wenn ich das wüsste. Ist das ein Professor? Hier oben ist Professorviertel. Hier oben. Professorviertel? Da wohnen die reichen Leute. Aha. Aber hier ist doch auch schön. Ja, das ist das Sudetenviertel. Hier sind die Heimatvertriebenen angesiedelt worden. Meine Eltern auch. Die haben ja im Sudetenland ihren Bauernhof verloren und wurden hier dann angesiedelt. Also Simone Lawson ist eine geborene Martens. Das weiß ich noch. Das sind lauter Namen, die mir nichts sagen. Nix sagen. Also die Leute hier in dem Viertel kenne ich alle. Okay. Na, dann höre ich mich noch ein bisschen um. Ja, das wäre gut. Gell? Ich höre mich auch mal um. Wenn ich was, dann fahre ich euch nach. Genau. Dann sage ich es euch. Herzlichen Dank. Alles Gute. Schönen Tag noch. Ihnen auch, gell? Tschüss. Süß. Trotzdem, ich muss weiterfragen. Let's get down to business. Simone Lawson, sagt Ihnen der Name was? Ich weiß nicht. Okay. Simone Lawson. Gar nicht. Simone Lawson, der aus der Gegend. Gar nicht? Okay, gar nicht. Danke. Gerne. Lawson? Gar nicht. Der Vater sucht sie. Das sagt mir gar nichts. Eine geborene Martens. Nee. Leider nicht. Ich bin auch erst seit 6 Monaten hier. Ah, Simone Lawson, sagt dir das was? Nee. Okay. Darf ich Sie kurz was fragen? Ich suche jemanden. Ich störe, ne? Machen ein bisschen Gartenarbeit. Sehr fleißig. Was sollen wir auch gerade sonst tun? Sehr gut. Kann ich helfen? Simone Lawson suche ich. Die muss hier vielleicht in der Gegend leben. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Nein, der Name. Nee, der sagt mir gar nichts. Vielleicht meine Frau. Der Vater vermisst sie. Sandra, Simone Lawson. So, jetzt störe ich richtig. Was wird es denn? Das gibt ein kleines Stelzenhaus. Simone Lawson, sagt Ihnen der Name vielleicht irgendwas? Gar nicht. Nein, nee. Geborene Martens. Auch nicht. Nee. Wird von ihrem Vater vermisst. Okay, dann höre ich mich weiter um. Danke, viel Erfolg noch. Ja. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ja, ich glaube, das war's. Also gefühlt habe ich in diesem Stadtteil hier jeden Quadratmeter abgesucht und nicht den kleinsten Hinweis zu Uwes Tochter bekommen. Hier ist jetzt erstmal Schluss. Am nächsten Tag in der Nähe von Gießen. So schnell will ich hier nicht aufgeben. Laut meiner umfangreichen Recherche schien es sehr wahrscheinlich, dass ich auf der richtigen Spur bin. Aber jetzt stecke ich in einer Sackgasse und muss vor Ort weiter recherchieren. Und diese Recherche nach einer Simone mit dem englischen Nachnamen Lawson führt mich nach einiger Zeit zu einem interessanten Ergebnis. Die einzigen Treffer zu einer Simone Lawson, die unsere Gesuchte sein könnte, habe ich in den USA gefunden, und zwar im Staat Washington. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Uwes Tochter vielleicht irgendwann in die USA ausgewandert ist. Das muss ich mir genauer anschauen. In verschiedenen internationalen Suchmaschinen verfolge ich die digitale Spur der Frau, die möglicherweise Uwes Tochter ist. Simone Lawson hat 2009 einen Mann geheiratet mit dem Namen James Barron in Chilen im Staat Washington.
Und hier ist sogar eine Telefonnummer verzeichnet. Ich versuche mein Glück und rufe in den USA an. Ein kurzer Check hat mir gezeigt, dass die Zeitverschiebung zu Deutschland nicht zu groß ist. Ich will ja niemanden aus dem Bett werfen. Aber in dem Café ist der Empfang nicht gut. Draußen klappt das besser. Hallo? Hallo. Ich heiße Julia und rufe aus Deutschland an. Sind Sie James Barron? Are you James Barron? Yes, that's me. Ja, das bin ich. Yes? Okay. Ja, okay. Ich suche jemanden. Darf ich fragen, ob Ihre Frau Simone heißt? Simone? Simone ist meine Frau, ja. Yes? Ja? Kann ich Sie vielleicht sprechen? Would it be possible to speak to her? She's not at the house right now. Sie ist gerade nicht zu Hause. Ah, verstehe. Ich beschreibe dem verwunderten James am anderen Ende der Leitung etwas genauer, warum ich ausgerechnet bei ihm in Washington anrufe. Daraufhin gibt er bereitwillig Auskunft zu seiner Frau Simone. May I ask you, darf ich Sie fragen, ob Ihr Geburtsname Martens ist? Das Geburtsdatum und der Ort stimmen, aber der Nachname ist definitiv falsch. Ah, okay, so she's in Dann kennt sie wahrscheinlich auch ihren leiblichen Vater, oder? Ja. Okay, I see. In Ordnung, ich verstehe. Dann ist sie für mich nicht die Gesuchte. Thank you for talking. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Thank you. Bye bye. Viel Glück bei der Suche. Auf Wiedersehen. Danke, James. Tschüss. Ja, sehr schade. Offensichtlich habe ich in den letzten Tagen die komplett falsche Spur verfolgt. Diese Simone hier ist auf gar keinen Fall Uwes Tochter. Die Gewissheit habe ich jetzt. Und auch die Gewissheit, dass ich wieder bei Null anfangen muss. Wenn jetzt kein kleines Wunder passiert, dann habe ich schlechte Nachrichten für Uwe. Und wir gehen den Weg von hier, Seite an Seite. Etwa 2 Wochen später, ich habe Uwe und seine Tochter eingeladen. Denn wir gehen den Weg von hier, weiter und weiter, ein Leben lang, für immer. Erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Hallo. Hallo. Uwe, du suchst ja nach deiner Tochter Simone, die du eigentlich bewusst gar nicht kennenlernen konntest. Nee, durfte ich nicht. Kannst du mir sagen, warum dir die Suche so wichtig ist? Das wäre für mich, hier ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Ich weiß ja gar nicht, wo sie ist. Ob sie im Ausland lebt, was sie macht, ob sie Kinder hat. Ich habe keine Ahnung. Das wäre für mich das Größte. Was bedeuten dir deine Kinder? Sehr viel. Wie weit sind die beiden denn vom Alter auseinander, die beiden Mädchen? Wie viele Jahre? Simone ist 88 geworden und Ladina 2003. Das ist eine richtig große Schwester, noch, ja, die du nicht kennst. Das stimmt. Hat Papa dir davon dann irgendwann erzählt? Papa hat Bitte melde dich geschaut und hat dann auch geweint. Und ich habe ihn gefragt, was los ist. Und er hat mir das im Vertrauen gesagt, dass er noch eine Tochter hat, dementsprechend auch eine große Schwester. Und dann war es mir wichtig, dass er sie kennenlernen darf. Dann war die Sendung der Auslöser eigentlich. Genau. Ja. Was bedeutet dir dein Papa? Alles, wirklich alles. Also er ist meine absolute Bezugsperson. Er macht alles für mich, er ist immer für mich da. Er heitert mich immer wieder auf und gibt mir die Worte, die ich hören muss. Echt toller Papa. Wie ist es, das zu hören? Ja. Toll. Mein Riesenbaby. Warum lebt ihr allein? Was ist passiert? Ja, das war für uns sehr schwer. Ich habe Annette 2018 im April nach Lippstadt ins Krankenhaus gebracht. Sie wurde dann verlegt nach Köln in eine Uniklinik. War dann 4 Wochen in der Uniklinik und auf eigenen Wunsch hat sie dann gesagt, ich möchte zurück nach Lippstadt. Und dann ist sie am 8.6. dann noch verstorben. Das war für uns alle sehr schwer. Hat euch das beide noch näher zusammengebracht? Oh, noch mehr. Adina, was würdest du dir für den Papa wünschen? Ich würde mir wünschen, dass sein letzter Wunsch in Erfüllung gehen kann, dass er Simone kennenlernen kann, sie in den Arm nehmen kann
Und ich möchte einfach jetzt alles zurückgeben, was er mir die ganzen Jahre gegeben hat. Weil ich denke, das ist das Größte, was ich machen kann. Dass sie gefunden wird, dass er sie sehen kann. Ja. So wie ihr wirkt, auch als Familie, glaube ich ganz stark, dass die Mama sich das bestimmt gewünscht hätte. Ja. Auf jeden Fall. Das wäre, glaube ich, auch ihr letzter Wunsch gewesen, dass Papa glücklich sein kann. Ja. Nadina, du hast ja geschrieben für den Papa. Mhm. Und ich wusste, wie groß dieser Wunsch ist, deine Tochter zu finden. Und vor allem deswegen seid ihr auch heute hier, ihr beiden, weil ich euch gern was sagen möchte. Ich habe bereits nach Simone gesucht. Es gab erst nicht so viele Anhaltspunkte und ich war auf einer falschen Spur. Aber dann irgendwann gab es einen neuen Suchansatz. Und dazu würde ich euch gern was zeigen. Wenn ihr bereit seid, ja. Alles klar.